Es ist das Duell, das ganz Fußball-Deutschland begeistert. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Doch ein Spiel auf Augenhöhe ist der deutsche Klassiker derzeit nicht. In der Bundesliga trennen die Rivalen nach 9 Spieltagen bereits 14 Punkte. Für Brisanz wird im Vorfeld dennoch gesorgt. Die Diskussionen um einen möglichen Transfer von Marco Reus schaffen eine hitzige Atmosphäre. Mal wieder. Ich muss offen und ehrlich sagen, wir werden das in aller Ruhe intern diskutieren und dann eine Entscheidung fällen. Am Ende des Tages muss der Spieler das ja auch entscheiden. Die Klausel ist bekannt, mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Für die festgeschriebene Ablösesumme von angeblich 25 Millionen Euro wäre Reus zu haben. Nach dem Verlust von Mario Götze 2013 und Robert Lewandowski in diesem Jahr wäre Reus der dritte große Spieler, den der BVB an den Rekordmeister verliert. BVB-Coach Jürgen Klopp stichelt vor der Partie in Richtung München. Allerdings glaube ich, dass das Leben gerecht ist. Ja. Und wer sich im Erfolg schlecht verhält, kriegt irgendwann dafür was zurück. Ich bekomme nichts mit von dem, was gerade abläuft, aber davon bin ich überzeugt, dass es irgendwann zurückkommt. Vom Erfolg ist Dortmund derzeit weit entfernt. 4 Bundesliga-Niederlagen in Serie und nur Platz 15. Die Maßstäbe bei Schwarz-Gelb sind andere. Ein gutes Omen gibt es trotzdem. Der BVB hat in Abendspielen bislang noch nicht verloren. Vielleicht tut den Jungs der Mittagsschlaf gut. Ja, und ja, ich finde auch die Atmosphäre auch cool. Abendspiel, aber ja. Stellenantrag, spielen nur noch abends. Aber ja. Das ist auch positiv, auch gut. Auch mit, nehmen wir auch mit. Und ich werde dafür sorgen, dass alle Mittagsschlaf machen. Auf dem Papier ist das Prestigeduell momentan eine klare Sache. Dortmund aber will nach dem Pokalsieg in St. Pauli auch die Bundesliga-Krise bewältigen. Ein Sieg gegen den Erzrivalen aus München käme da gerade recht.